Und mit diesen herzlich netten Worten in der freundlichen Stimme begrüße ich euch recht herzlich zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute haben wir den Tier 8 Kreuzer Hipper am Start. Sehr gespannt natürlich, was der Spieler hier so spielt. Pyko hat das Ganze eingesandt und da geht's auch schon direkt los. In dem Fall war es noch nix. Kommt davon, wenn man den Namen vorlesen will vom Spieler, der es eingeschickt hat. Nein, Quatsch natürlich. Es ist wirklich, man kann so die Zeit danach stellen bei Warships. Ziemlich genau so nach 2 Minuten passiert irgendwie was. Davor nicht. Und genauso war es auch hier wieder. Aber jetzt wird es auch gleich direkt spannender, denn hier nimmt die Leningrad direkt mal die Ogneboy raus. Hat sich für die Ogneboy aber mal ganz schnell erledigt. Und er kann hier auf die Stoß mal die erste Zitadelle gleich rauswemsen. Aber er muss aufpassen, er ist hier nämlich wirklich die absolute Speerspitze. Torpedos achte aus. Und jetzt bleibt er sogar stehen, obwohl er hier offen ist. Das ist natürlich mutig. Da ist der Katapultjäger in der Luft. Die Storz hat er da jetzt auf jeden Fall mal vor sich. Und die wird auf jeden Fall Landgang fahren. Oh, macht hier sogar eine Zitadelle in dem Winkel. Nicht schlecht. Und jetzt bekommt die Storz natürlich da richtig. Weil klar, jetzt passt sie da perfekt als Opfer sozusagen. Und während sie da zurückfährt, kann er sie genüsslich auseinandernehmen. Eventuell würde man vielleicht sogar ein bisschen eher auf hier HE gehen in dem Winkel. Aber klar, Deutschen und HE ist jetzt nicht deren liebstes Thema. Und jetzt wiederum ist er ja ganz schön und das beweist er auch hier mit der nächsten Zitadelle und der Zerstörung. Hat der Pyko schön gemacht. Aber er muss ja so allmählich weg, weil da kommt schon der nächste Gegner mit der Amagi. Und da ist auch noch was im Nebel. Also überall sind ja so ein paar. Wenigstens hat er jetzt gerade den Fokus nicht auf sich. Das ist ja schon mal ganz angenehm. Einer zielt zwar auf ihn oder zwei, aber das geht alles noch. Sehr schön hat hier den Punkt verteidigt und geht jetzt natürlich eben auf den Gegner da drauf. Klar, die Amagi in dem Winkel ist mit AP einfach wirklich nicht schön zu schießen. Und weiterhin holt ihr hier die Verteidigung, dass der Gegner erst gar nicht A einnehmen kann. Schade, dass er eben bisher keinen Brand da bekommt. Torpedos voraus. Und hier die Torpedos, die sind Gott sei Dank schon ausgelaufen. Weil wahrscheinlich hätte er sie doch touchiert oder gerade noch so umfahren, aber es wäre auf jeden Fall eng geworden. Und bevor es eng wird, ist man dann doch froh, wenn sie auf einmal vor einem verschwinden. Fordere Feuerunterstützung an. So, weiterhin kann er auf die Amagi da draufballern. Amagi interessiert sich nicht wirklich für ihn, obwohl jetzt er ehrlicherweise für die Amagi gerade sensationell gut fahren würde. Aber jetzt wenigstens mal der den Brand. Und langsam aber sicher kommt er dann da jetzt auch auf Schaden. Weiterhin natürlich die Amagi da fest im Griff, kann man sagen. Das Schöne ist wirklich, dass er hier wirken kann nach Belieben.
Kein Gegner interessiert sich für ihn, aber er will jetzt die Amagi auch nicht mehr so ganz haben. Wobei dann nochmal ein Brand. Sehr schön. Und da tickt jetzt jeder Brandherd für in Summe 800. So, jetzt die Neptun. Die hat nichts mehr. Da will er jetzt auf AP noch wechseln. Ob er jetzt wegen 2900 da den Wechsel nicht vielleicht hätte später machen sollen, wage ich mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall muss er jetzt dann doch wieder auf die Amagi draufgehen, weil er auf die Neptun einfach nicht mehr draufkommt. Und da ist er eh schon weg. Aber die Izumo ist da leider auch geholt worden von seinem Team. So, jetzt wird es erstmal ein bisschen ruhiger. Aktuell ist es alles noch ausgeglichen. Der Gegner hat 5 Schiffe verloren. Sein Team hat 4 verloren. Dafür hat das Gegnerteam fast schon 2 Caps. So, und jetzt kommt da der Wirbelsturm. Dementsprechend natürlich schlechte Sicht. Aber noch kann er da auf die Missouri ballern. Noch funktioniert's ohne weitere Probleme. Hat er das Ziel also noch offen und dementsprechend alles gut. Und jetzt sieht er gar nichts mehr. Jetzt ist da die Sichtweite bei nur noch 10 Kilometer. Jetzt sind es 8 und es fällt dramatisch. Der Wirbelsturm nimmt natürlich ihm jetzt komplett die Sicht. Und da muss er jetzt in den Infight gehen. Und den Infight mit der Hipper will man jetzt nicht so. Hipper hat tolle Kanonen, die wirklich Spaß machen, aber eben auf Distanz. Und ihr seht, jetzt muss er da ran. Und 8 Kilometer ist halt wirklich wenig. Und da freut sich so ein Schlachtschiff drauf. Weil 8 Kilometer Reichweite, um dann einen Kreuzer zu beschießen, das ist schon spaßig. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt müsste auch bald da den nächsten wieder aufbekommen. 5 Schiffe gegen 4, wobei sie jetzt wenigstens 2 der 3 Spots für sich haben und dementsprechend auch ein kleines Ticketpolster da bekommen. Aber wie gesagt, jetzt wird es spannend. Jetzt ist er nämlich offen. Mit dem Torpedos kann er wiederum arbeiten. Aber, Junge, wo ziehst du hin? Jetzt auf die Missouri. Und natürlich muss er jetzt seine Torpedos da an den Start bringen. Und er nimmt gleich alle Torpedos raus. Und da hat er schon einen dicken Hit bekommen, genauso einen, wie er ihn natürlich nicht haben will. Aber die Torpedos, die fließen ganz gut. Vielleicht trifft er ja der ein oder andere. Jetzt brennt er. Aber die Torpedos, die schauen gut aus. Die sitzen. Und sie sitzen perfekt. Da hat er den vernichtenden Schlag. Da war das Munitionslager aber einfach mal komplett weg. Sehr schön gemacht.
und jetzt vielleicht die Torpedos auf der Steuerbordseite, die er jetzt ins Spiel bringen kann. Weil die Amagi hat er dementsprechend noch keine Bekanntschaft mit den Torpedos gemacht. So, Amagi hat aber natürlich den Braten gerochen und Vater ein paar Haken, aber er hat schon wieder die anderen Torpedos ready und die sind auch unterwegs, aber die Bismarck hat es schnell noch entschieden und dementsprechend hier raus mit der Amagi. So, sie nehmen jetzt wirklich jeden Punkt ein. Er ist hier auf A drauf. Die anderen Mates sind hier auf B. Und wir gucken mal, was der Gegner noch so hat. Eine Scharnhorst und die Edinburgh. Das sind die letzten beiden. Und die sollten sich auch mal langsam zeigen. Und hier heißt es blub blub. Und tschüss, gehen Abgrund. Der Wirbelsturm nach wie vor aktiv. Ihr seht es. Nach wie vor die Sichtweite nur bei 8 Kilometer. Und bei der Hipper gibt es natürlich keine Möglichkeit, sich da zu reparieren. Und jetzt ist da die Scharnhorst auch wieder zu sehen. Und ich denke mal, sobald er hier rumkommt, wird er nämlich das Ziel werden. Weil der Gegner natürlich sich denkt, bevor ich hier weiterhin auf die Bismarck mit 48.000 schieße, nehme ich doch lieber die Hipper mit 5.000. Und jetzt geht's rund. Torpedosalve 1 direkt raus und die zweite auch, ohne da die Winkel zu verändern. Ich glaube, das war ein Fehler. Da hätte er mal noch ein bisschen kurz abwarten müssen. So, jetzt macht er es aber richtig. Jetzt gibt er da nicht die Breitseite frei. Aber er hat ja noch hier steuerbordseitig ein paar Torpedos. Und die kommen jetzt auch raus. Und die schauen jetzt, glaube ich, besser aus. Und jetzt hat er natürlich hier die Torpedos von der Scharnhorst, aber die sind gar kein Problem. Aber seine Torpedos, die kommen sehr gut, die schauen gut aus. Er hat noch 1400 Hitpoints, aber das reicht. Und da ist auch die Scharnhorst weg. Sehr schön. Wir haben hier sozusagen eine Torpedo-Hipper. Sehr fein gemacht. Und jetzt seht ihr drei Spots, ein Gegnerschiff und das schaut wirklich gut aus. Da kann man schon sagen, die Runde ist beendet und er hat es hier fast schon gut getimed mit 986 Hitpoints, überlebt er das Ganze. Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich glaube, wenn ich jetzt sage, die Runde ist zu Ende, da passiert nichts mehr, dann ist es halb so wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin alles Gute bei World of Warships. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.